Mein Name ist Andreas Knabe. Ich bin Professor für Volkswirtschaftslehre und Inhaber des Lehrstuhls für Finanzwissenschaft an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft. Ich bin, wenn Sie so wollen, ein Magdeburger Kind. Also ich bin hier in der Region aufgewachsen, bin dann nach der Promotion für einige Jahre an die Freie Universität in Berlin gegangen und bin danach hier auf den Lehrstuhl für Finanzwissenschaft berufen worden. Wenn ich in Vorlesungen gehe, dann überlege ich mir, was sind denn eigentlich die Fragen, mit denen die Studenten in die Vorlesung gekommen sind. Was interessiert sie eigentlich? Die meisten Studierenden studieren ja nicht Volkswirtschaftslehre aus Langeweile und weil sie sonst nicht wissen, was sie machen sollen, sondern sie kommen ja mit ganz konkreten Fragen. Und bei dieser Motivation versuche ich, die Studierenden abzuholen und dann gemeinsam mit den Studierenden Methoden zu entwickeln, zu analysieren. Ich würde selbst gerne wissen, was das Geheimnis perfekter Lehre ist. Ich kann für mich nicht in Anspruch nehmen, immer alles richtig zu machen in der Lehre. Ich versuche einfach, die Dinge so gut zu machen, wie ich das kann. Ich bin motiviert in der Lehre, weil ich eben Spaß daran habe, das Wissen, was ich mir selbst erworben habe in der Forschung, an die Studierenden weiterzugeben. Und ich denke, dass wenn man motiviert ist und Freude an der Lehre hat, dann strahlt das auch aus auf die Studierenden, sind die Studierenden dann auch mit Freude dabei und lernen gerne und nehmen am Ende entsprechend viel mit aus den Veranstaltungen.